Das ist der Schmugglersteig. Da schauen wir jetzt mal. Upsala. Das geht also jetzt darüber. Und dann da hinauf. Leider Gottes, wir haben hinten noch sehr viel Nebel. Oh, das wird sich auflösen. Da ist noch mehr ein Hinweis auf den Klettersteig. Und da unten ist die Bergstation von der Bahn. Da drüben ist der Einstieg. Und eine kurze Querung darüber und dann geht es an der Kanten da wahrscheinlich hinaus. Jetzt haben wir am Einstieg. Und da heißt es also Schmugglersteig. Dann gehen wir so auf die Geschichte. Da kommt jetzt eine andere Variante raus. Da hat man wahrscheinlich da unten ziemlich weit um den Felsen rumgehen können. Und dann da rauf. Jetzt schauen wir da nach. Da geht es schon ziemlich weit hoch. Da kommt es bei. Das Gargeller Köpfle. Ja, da geht es jetzt hoch. Da geht es oben noch an. Das ist jetzt das Ende von dem Steig. Und jetzt geht es dann da über den Rot wieder zurück zur Bergstation. Den Rückblick nochmal. Da sieht man jetzt nochmal den Schmugglerpfad in der ganzen Länge. Geht also links so, rechts, würde ich sagen. Rechts geht so, wo man die kleine Meteostation sieht und geht dann den ganzen Grat dann auf bis zum Gipfel und dann da links wieder runter. Und jetzt gehen wir rüber zur Bergstation. Das dürfte jetzt da drüben sein. Ja, da sieht man gerade noch Stoch. Also, da wandern wir jetzt runter und haben dann wieder mal ein wunderschönes Bergerlebnis.